Und los geht's. Ich habe Ihnen ja versprochen, ich verrate Ihnen die Lösung der Professoren. Ja? Wirtschaftswunder und daraus Klimaziele finanzieren. Kohlestopp 26 zum Beispiel statt 38. Wie geht sowas? Fangen wir an mit einer von 20 Reformen, Gesundheitsreform. Stellen Sie sich vor, da vorne wäre mein Hausarzt. Der würde mir in Zukunft spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, alles kostenlos anbieten. Tanzveranstaltungen ohne Alkohol, Zigaretten, Partys und so weiter. Ein Health Club, ein Gesundheitsclub. Alles kostenlos, weil Sie ja Beitrag zahlen, auch für Ihre Kinder Beitrag bezahlen. Und werden jedes Jahr 70 Milliarden eingespart. Der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland sagt, der Arzt Christian Zimmermann, 70 Milliarden sind jedes Jahr drin. Wenn wir davon 60 Milliarden jedes Jahr fürs Klima verwenden, können wir schon die ersten Kohlekraftwerke innerhalb eines Jahres dann stilllegen und können, ein Kohlekraftwerk kostet uns höchstens 10 Milliarden in der Stilllegung, weil wir die erneuerbaren Energien ja hochfahren müssen. Ja. Wie klingt dieser völlig neue Ansatz für Sie jetzt, wo Sie ihn zum ersten Mal in Ihrem Leben gehört haben? Den Ansatz finde ich super, weil ich im Gesundheitswesen arbeite und mir dessen sehr bewusst bin, dass das Geld dort falsch verteilt wird und man dort auch solche Summen einsparen könnte. Das glaube ich schon. Ja. Wenn man das dann dafür verwendet, ist natürlich, macht das Sinn. Mein Hausarzt würde übrigens, sein Honorar würde berechnet werden, quasi jeden Monat, den ich gesund bleibe, gibt es quasi eine Ausschüttung von Seiten der Krankenversicherung für meine Gesundheit, für meine Förderung meiner Gesundheit. Und wenn ich chronisch krank bin, schwer chronisch krank bin und der Arzt es schafft, dass ich ein paar Tabletten weniger brauche durch diese Gesundheitsförderungsmaßnahmen, dann kriegt er aus dieser Diskrepanz sein Honorar errechnet. Er kann also auch an den chronisch Kranken richtig gut Geld verdienen dann in Zukunft. An chronisch Kranken verdient er auch jetzt richtig gut Geld, wenn er das gescheit macht. Das Gesundheitssystem ist auf Maßnahmen durchführen fixiert und nicht auf gute Sachen machen oder gute Medizin machen, sondern es geht um Dinge abzurechnen. Genau. Und das heißt, von einem Tag auf den anderen würde er keine Einzelleistung mehr abrechnen können. Ja. Es gäbe keine Einzelleistung, sondern es wird noch geguckt, wie sich die Leute gesundheitlich entwickeln. Und wenn er da irgendetwas Positives bewirkt, bei chronisch Kranken zum Beispiel eine leichte Absenkung deren Medikamentenbedarfs, kriegt er jeweils sein Honorar für die Gesundheitsförderung errechnet. Ja, das wird sicherlich schwierig sein umzusetzen, aber es gibt andere Länder. In Norwegen ist es so, dass die Hausärzte einen Patientenstamm haben und dann werden die auch erstmal so gut bezahlt. Die sollen auch, Ärzte sind die, die am längsten Ausbildung haben, die sollen auch meistens eigentlich am meisten Geld verdienen. Das ist nicht das Problem, aber ich denke, sie werden sich enorm dagegen wehren, weil ich als Krankenpfleger seit 20 Jahren mit Ärzten zusammenarbeite. Im Einzelfall sind die alle sehr nett, aber die Lobby der Ärzte, das ist, glaube ich, die schwierigste. Da haben wir mit dem ersten Punkt gleich den schwierigsten Punkt genommen. Also ich sage Ihnen, wie die Lösung heißt. Wir glauben nur an einen Zugang. Weil diese Bundesministerin schafft es nicht in die Tagesschau. Aber stellen Sie sich vor, hier würde jetzt Greta stehen, Sie und Frau Merkel und 30 Journalisten um uns rum. Ja. Die ganzen, die zurzeit auch überall berichten über Greta. Ja? Und Greta würde nur einen Satz sagen. Lassen Sie uns weltweit in jeder Talkshow diskutieren über den Lösungsansatz, den Vorschlag der zweiten Scientists for Future, den Klimawirtschaftswunderplan. Und lassen Sie uns diskutieren, ob wir den alle wollen und ob wir die Ärzteschaft und die Pharmaindustrie entsprechend entschädigen wollen und helfen wollen bei dieser Wende, denn es bedeutet für alle eine Umstellung und da wird es finanzielle Einbußen geben und wenn wir denen darüber hinweg helfen, einen Teil der Gelder, also für die Entschädigung aller Beteiligten glauben, dann haben wir eine realpolitische Chance, das zu schaffen und nur daran glaube ich. Ich glaube nur daran, dass es über diese jungen Leute und Greta gehen wird. Genau, also das wird sich, also sie hat einige Dinge gesagt, wir haben, also ich kann das nur sinngemäß wiedergeben, wir haben eigentlich keine andere Wahl, es wird irgendwas passieren und jetzt meine persönliche Meinung ist, wir haben die Chance, das zu gestalten oder es wird irgendwann gestaltet von äußeren Einflüssen, dass das Klima so den Bach hinuntergeht, dass wir in einer ganz, ganz schlimmen Welt uns auf einmal befinden. Wir können uns steuern, das sollten wir tun, auch mit solchen Ansätzen, da bin ich sehr dafür. Gerade im Gesundheitswesen denke ich, dass man da Geld sicherlich sinnvoller und anders verteilen kann. Das ist aber auch an allen Ebenen da. Da kenne ich mich aus. Und das ist eben der Punkt, dass ich glaube daran, dass realpolitisch
Die Journalisten haben Greta gewollt, sonst hätten sie sie nicht so groß gemacht. Die Journalisten waren ja nicht gezwungen, darüber zu berichten. Sie wollten das. Und wenn jetzt Greta hier steht und Frau Merkel sagt und dann zu Greta sagt, können Sie, liebe Frau Merkel, uns versprechen, dass wenn wir wirklich faktisch neues Geld einsparen, dass Sie uns davon einen Großteil ins Klima rüberschicken, können wir diesen Deal machen. Ich glaube, dann wird das realpolitisch möglich, weil dann Merkel sagt, okay, wenn die Journalisten das alle wollen und alle Medien das wollen und wir alle das durchdiskutieren, die Menschen das wollen, dann bin ich bereit. Denn ich greife ja nicht meinen Bürgern in die Kasse und in die Tasche, indem ich Steuererhöhungen mache, sondern ich mache ja erstmal ein Stück ein Wirtschaftswunder mit den Professoren zusammen und daraus bezahlen wir die Klimaziele. Und das kann ich mir vorstellen als Frau Merkel. Ja, oder auch als Politiker im Allgemeinen, dass ich natürlich... Das kann auch Habeck machen. Genau, das soll jetzt nicht boshaft sein, aber ein Politiker hat ja auch den Auftrag, sozusagen nach seinem Wählerauftrag zu handeln. Und wenn das immer mehr werden und die Öffentlichkeit, sprich mit Journalisten oder mit Presse, in diese Richtung wollen, dann wird der Politiker sagen, ja, dann komme ich mit. Das immer, also es sei denn, die Überzeugung ist jetzt gänzlich eine andere, aber da gibt es, glaube ich, sehr wahrscheinlich keinen. Ne? Also vielleicht ein paar dumme. Deswegen so meine Abschlussfrage für dieses Interview. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, als ich Ihnen einen neuen, bahnbrechenden Ansatz versprochen habe? Und ich kann Sie nur bitten, den zu unterstützen. Ich sage Ihnen gleich noch den Internetzugang, sodass Sie das Ganze auch teilen können und bekannt machen können. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ich bin sehr skeptisch mit der Umsetzung. Es würde gehen, aber ich kenne mich im Gesundheitssystem aus und weiß, dass da nicht nur solche Institute eine Rolle spielen, sondern auch ganz andere Player, die dann massiv dagegen arbeiten werden. Aber es ist doch schon mal wichtig, dass wir überhaupt so ein Lösungsmodell haben. An sich finde ich das Vorhaben an sich hat sehr viel Charme und ich würde das super unterstützen oder gerne unterstützen und die Idee ist gut. Gut, Dankeschön.